4 Wochen Pause schießt es irgendwie beim Kreuzheben im Rücken. Ihr werdet es mitkriegen. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Wir bauen jetzt nicht gemeinsam diesen wundervollen Stuhl auf den ich ewig lang gewartet habe. Aber da freue ich mich definitiv drauf. Aber viel, viel wichtiger. Nach 4 Wochen Pause soll es jetzt endlich mal wieder ins Gym gehen. Ja, es stand so einiges an in den letzten Wochen, inklusive diesem Umzug. Dieses Umzuges. Genitiv. Ja, moin. Aber dann macht das hier ein bisschen eng, Alter. Ja, es stand einiges an in den letzten Wochen. Und somit waren die Excuses und die Ausreden zu stark, als dass ich es irgendwie ins Gym geschafft hätte. Ich war irgendwie auf Firmen-Events irgendwie 2 Wochenenden. Dann mussten wir den Umzug vorbereiten, dann stand der Umzug als solches an. Ein Wochenende vor dem Umzug waren wir hier und haben schon gestrichen und all solche Sachen. Nicht, dass man das natürlich nicht auch irgendwie noch untergekriegt hätte, aber ich habe ja immer so ein bisschen die Philosophie zu sagen, für mich soll das Training den Alltag irgendwie bereichern. Und das wäre einfach mehr Stress als alles andere gewesen. Aber ich habe natürlich Bock wieder zu trainieren und ich brauche das irgendwie auch so für mich, so ein bisschen als Ausgleich. Und na, man will sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen körperlich ertüchtigen. Und ja, deswegen geht's heute wieder los. Wir starten relativ easy rein und müssen erstmal gucken, können wir das überhaupt alles noch? Ja, oder haben wir jetzt wirklich alles verlernt? Ich würde sagen, wir packen jetzt mal die Tasche. Übrigens, hier, ne, ich war gestern noch schön wieder Seiten frisch machen. Richtig geiler Barber hier in Norderstedt. Richtig gut hat er das gemacht, finde ich. Gucken, was heute geht. Ich habe noch nicht so wirklich einen Plan. Eigentlich wollte ich nach The Vault von Pascal trainieren und habe mir da den 2 Tage Minimalistenplan rausgesucht. Aber ich weiß noch nicht, ob das nicht ein bisschen doll ist. Wir gucken mal. Ihr werdet es mitkriegen. So, ich habe jetzt meinen ersten Aufwärmsatz mit der leeren Stange im Kniebeugen gemacht und ich hatte ja eigentlich überlegt, den The Wall Trainingsplan von Pascal anzufangen. Da aber so was Verrücktes drinsteht wie 6x10, dachte ich mir, ist vielleicht nicht perfekt zum Starten, ja, weil ich mich dann wahrscheinlich eine ganze Woche lang nicht bewegen kann. Also werde ich heute mal Squat, Bench, Deadlift irgendwie mit einem 5x5 starten. Irgendwas so API 8 ungefähr, einfach um zu gucken, wo bin ich aktuell kraftmäßig. Und dann auf der Basis werde ich dann wahrscheinlich irgendwie ab der nächsten Woche versuchen, zunächst 2x die Woche, dann 3x die Woche zu gehen. Weil ich brauche jetzt mit dem Auto eine halbe Stunde hierher und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Stunde. Und ich habe so gut wie nie ein Auto, das hat meistens Franzi. Deswegen ist das natürlich schon ein Weg. Und solange ich noch kein Gym in Norderstedt habe, werde ich hierher kommen. Ja, deswegen wollen wir mal gucken. Wir machen uns langsam warm und wenn es dann irgendwie bei einem Arbeitsgewicht angekommen ist, dann seht ihr das hier. So, das waren jetzt 3, 4 Aufwärmsätze irgendwie, 50, 70, 90, 110 und wir starten jetzt mit 120, das war eben alles noch ohne Gürtel, ohne Sleeves, die ziehe ich jetzt aber an und gucken wir mal, ob das für 5 geht, ne? Fühlte sich natürlich ungewohnt an, so, ja, keine Ahnung, zuletzt auf meinem Hoch habe ich 170 mal 3 gebeugt, jetzt versuche ich 120 für 5, ist natürlich schon eine Diskrepanz, aber gucken einfach mal, ne? Muss mich jetzt auch nicht stressen.
Und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht irgendwie gleich im ersten Training komplett übers Ziel hinausschießen sozusagen und danach völlig im Eimer sein die nächste Woche. Von daher gucken wir jetzt mal Sleeves an, Gürtel an und dann geht das los. Alright, die sahen noch ganz easy aus. Ja, wie gesagt, erster Satz. Ich habe jetzt noch vier vor. Ich werde aber nicht erhöhen oder sowas, weil, wie gesagt, ich will erstmal dabei bleiben. Du bist so schwach. Das ist voll lächerlich. Du bist so groß, du wiegst so schwer. Du wiegst so viel. Du wiegst so 20 Kilo auf der Beuge. Ja, geil, oder? Nee, also wir bleiben dabei. Und dann gucken wir nach, was auf der Bank geht. Weiterarbeiten. Ich glaube, für Instagram reicht die Tiefe, oder? Dann reicht es auch für den Wettkampf. So ist gefühlt, verliert die Bank am schnellsten und am meisten, wenn man irgendwie raus ist eine Zeit lang. Deswegen werde ich jetzt auch ein bisschen unter dem Plan bleiben. Ich wollte eigentlich 80 machen, werde jetzt 75 machen. Vielleicht ist es noch zu leicht, wenn ich das im ersten Satz sehe, dann gehe ich vielleicht noch ein bisschen hoch. Aber wie gesagt, es geht auch heute überhaupt nicht um die Gewichte für mich, sondern einfach darum, naja, schon ein Stück weit. Also ich will natürlich schon ein Stück weit wissen, okay, wo stehe ich aktuell so ein bisschen. Aber nach so einer langen Pause sollte man das auch nicht überbewerten. Von daher gucken wir jetzt mal, was im ersten Arbeitssatz geht und dann passen wir das gegebenenfalls noch ein bisschen an. So, Bank ist jetzt auch durch. Ich habe den zweiten, dritten und vierten Satz noch mit 77,5 gemacht und im letzten dann 80. Ging alles ganz gut, aber wenn ich von vornherein auf 80 gegangen wäre für alle fünf, dann hätte das eng werden können heute und das wollten wir nicht. Von daher gucken wir jetzt mal, was beim Heben geht. Ja, ganz entspannt, ne? Heben lief jetzt irgendwie nicht so geil. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen die Konzentration gerade ein bisschen verloren habe. Dass noch ein paar mehr Leute hier sind so und keine Ahnung. Plus
ja, einfach lange nicht mehr hier gewesen so und dann halt die Spannung so hoch zu halten über mehrere Stunden, Übung, bla. Ja, Excuses, ich weiß, aber naja, ich mache jetzt noch einen Satz heben, dann mache ich noch ein bisschen was für den Rücken, für den Bizeps und dann war es das, glaube ich, auch für heute. So, ihr Lieben, heute ist Montag, der 26. Das Training, was ihr jetzt gesehen habt, das war ja vergangenen Samstag. Und wie das so ist, ne? Da macht man 4 Wochen Pause, will relativ entspannt einsteigen, so wie ich es ja auch im Video gesagt habe. Und dann schießt es irgendwie beim Kreuzheben in den Rücken. Ich habe schon irgendwie beim ersten Satz gemerkt, so dass Kreuzheben an dem Tag echt schwer werden wird, obwohl es nur 150 Kilo waren. Aber nach so langer Pause nachbeugen und nachdrücken, dann noch die dritte Grundübung reinzuballern, war vielleicht nicht der beste Ansatz. Ja, ich habe jetzt gestern hier tatsächlich am Sonntag nur auf der Couch rumgelegen. Ich wollte eigentlich schon das Video aufnehmen und das Video auch schon vorbereiten. Jetzt, wie gesagt, es ist Montag, jetzt komme ich erst heute dazu. Aber es ist, wie es ist. So, ich denke, es ist einfach irgendwas, so leichte Zerrungen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Wird jetzt nichts Dramatisches sein. Aber ja, so ist das, wenn man halt ein bisschen unclever an das Ganze rangeht, dann kann das passieren. Ansonsten hat mir das Training aber ganz gut gefallen. 120 für ein 5x5 im Beugen. Ich hatte befürchtet, dass es noch ein bisschen schlimmer wird, ja, dass ich ein bisschen weniger bewegen kann. War natürlich ungewohnt und deswegen war es schwer, aber nicht vom Gewicht her schwer, sondern einfach, weil die Bewegung ungewohnt war. Ja, Bank 75, 77,5, 3 Sätze und dann den letzten Satz mit 80 Kilo für das 5x5. Ich hatte mir am Anfang 80 gewünscht, hat jetzt auch nicht ganz geklappt, aber ist auch nicht dramatisch. Ja, und heben sprechen wir nicht drüber. So, ich hatte dann noch ein bisschen was im Rücken gemacht und ein bisschen gecurlt, wie ihr gesehen habt, die Basics. Ja, schauen wir mal. Ich werde jetzt erstmal 2x die Woche gehen, Oberkörper, Unterkörper, diese Woche noch, wahrscheinlich nächste Woche. Und dann werde ich mir langsam mal Gedanken machen, wie ich jetzt starte, ja, weil das jetzt mit dem Rücken, ja, das hat mir aufgezeigt, dass ich ja doch noch an einigen Stellen gewisse Defizite habe. Aber wie gesagt, wir wollen das jetzt gar nicht überbewerten. Wie gesagt, nach so langer Pause ist klar, dass nicht von Anfang an dann gleich wieder alles richtig läuft. Ja. Was hier allerdings ganz gut läuft, ist der Fortschritt mit der Wohnung, muss ich sagen. Also es geht wirklich richtig gut voran. Hier ins Büro kommen jetzt noch Gardinen hier, links von mir. Hinter mir wird noch ein geiles, cooles Regal kommen, wo dann die Pfeifen draufkommen, Bücher draufkommen und so. Ja, das geht also alles vorwärts. Und ich sag euch jetzt schon, am Sonntag, ihr guckt das Video am Mittwoch, am Sonntag kommt ein Video, hat ein bisschen was mit meinem Jahresziel zu tun. So viel kann ich verraten. Also an dieser Stelle, schreibt mir mal, was ihr über das Trainingsvideo denkt, über den Trainingsinhalt, wie ihr an meiner Stelle jetzt rangehen würdet. Und dann würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.